Es ist soweit. Ab Mai läuft Pluto erstmalig im Zeichen Wassermann zurück. Ob diese Umkehr auch dein Horoskop betrifft, klären wir in diesem Video. Herzlich willkommen bei AstroThings und gleich vorab vielen Dank für die tollen Rückmeldungen in den letzten Videos. Heute geht es um eine sehr wichtige Konstellation und für unser Leben erstmalig und dadurch auch einmalig. Pluto ist seit März im Zeichen Wassermann. Das ist eine neue Erfahrung für uns und Pluto steht auch immer fürs Kollektiv. Er beeinflusst uns auf diese Weise und natürlich auch im persönlichen Horoskop. Ich möchte dir heute Infos geben, inwieweit die Umkehr von Pluto unser Kollektiv beeinflusst, also die Menschheit auf dieser Ebene. Und es gibt einige Menschen, die das im Speziellen betrifft, die im Geburtshoroskop eine spezielle Konstellation haben. Auch das werde ich dir erklären, wie du das in deinem Horoskop findest. Es geht hierbei um deine persönliche Rolle bei diesem großen Umwandlungsprozess, dieser Metamorphose. Über die 5 Phasen, die Pluto durchmacht, in denen er ins Zeichen Wassermann wechselt, wieder zurückkehrt, wieder vor, zurück und vor, habe ich bereits ein Video gemacht. Ich verlinke es dir in der Videobeschreibung und am Ende dieses Videos. Heute geht es im Speziellen darum, was bedeutet Pluto im Zeichen Wassermann und was bedeutet diese Umkehr. Die Pluto-Kraft selbst im Horoskop steht ja für diese unsichtbare Macht, für die unbewussten Kräfte, die in uns schlummern, als Gemeinschaft genauso wie im persönlichen Horoskop. Und es geht dabei um dieses sogenannte Kollektivbewusstsein. Wenn wir davon ausgehen, dass wir nicht nur einzelne Personen hier auf Erden sind, sondern auch in einem Sinne miteinander verbunden sind, wenn es kein Zufall ist, warum wir gerade jetzt in diesem Leben sind und gerade jetzt bestimmte Menschen treffen, gerade jetzt in dieser Weltsituation uns befinden, dann wird klar, wir haben auch eine Rolle aus dem individuellen Bewusstsein heraus für das große Ganze. Das Kollektiv bezeichnet die Gesamtheit der Menschen, die jetzt auf diesem Planeten leben. Und Pluto im persönlichen Horoskop bezeichnet diesen Wandlungsprozess weg von der Fremdbestimmung hin zur Selbstbestimmung. Das bedeutet Pluto schon an und für sich. Jetzt ist Pluto in einem Zeichen der Befreiung, im Zeichen Wassermann. Er war über 20 Jahre lang im Zeichen Steinbock. Pluto im Steinbock hat die Qualität von Pluto-Saturn. Das nennt sich auch der schwere Weg, die schwere und langsame Entwicklung. Und nun kommt Pluto, dieser Veränderungsprozess, diese Metamorphose, dieser Wandlungsprozess ins Zeichen Wassermann, das ganz anders ist als das Zeichen Steinbock. Wassermann steht eher für das Neue, für Erneuerung, für die Leichtigkeit, für das Intuitive, für die eigenen Wege, den eigenen Rhythmus und so weiter. Bevor Pluto aber diese Einfärbung annehmen kann, das ist so, du kannst dir vorstellen, wie wenn du einen neuen Raum betrittst. Du bist aus dem alten Raum herausgestiegen, hier aus dem Steinbock, da hast du alles gekannt, da war alles soweit klar, wenn auch nicht immer gut, aber doch sehr gut geordnet und strukturiert. Man wusste, was man zu tun hat oder zu lassen hat. Und jetzt kommt Pluto in einen neuen Erfahrungsraum. Und dieser Erfahrungsraum ist uns noch nicht bekannt. Und deshalb besteht auch zum Teil Angst davor, diesen neuen Raum zu betreten. Pluto ist seit März in diesem Zeichen, kehrt nun um. Am 1. Mai 2023 läuft zurück, verbleibt bis 11. Juni 2023 noch im Zeichen Wassermann und läuft dann wieder eine Zeit lang zurück. Das heißt, das gesamte restliche Jahr 2023 befindet sich Pluto dann wieder im Zeichen Steinbock, bevor er dann noch einmal einen Anlauf nimmt und ins Zeichen Wassermann gelangt. Wir sehen uns diese Zeitspanne, die nähere Zeitspanne nun an. Und was bedeutet diese Rückläufigkeit nun? Jetzt hat Pluto, dieser Veränderungsprozess, also für uns alle, für die Menschheit und genauso für das Persönliche, ein Aufruf, nachzuprüfen, in welchen Bereichen man zu viele Kompromisse eingegangen ist, in welchen Bereichen es sehr viele Schattenthemen gibt, die einen vielleicht noch von innen heraus bestimmen und die Bestrebung mit Wassermann, sich davon zu befreien. Es funktioniert nicht mehr.
Das ist eben so ein Wandlungsprozess, der seine Zeit braucht. Und jetzt in der Rückläufigkeit ab 1. Mai haben wir die Zeitqualität, sich diese Themen noch einmal genauer anzusehen, sich auszurichten, neu zu justieren. Es wird noch einmal geprüft. Es geht noch einmal einen kleinen Schritt zurück in die alte Situation. Für manche ist es jetzt schon klar, dass das Alte, das bisher Gelebte, keinen Bestand mehr hat. Für manche ist das sogar positiv, denn in letzter Konsequenz ist es so, wenn man mitten in diesem Transformationsprozess ist, ist es nicht klar, ist es nicht angenehm. Wenn man dann diesen Prozess überwunden hat, wenn man die Entscheidung getroffen hat, wenn das wirklich ganz, ganz klar ist und man zurückschaut, dann möchte man auch nicht mehr zurück. Man ist wirklich so wie in diesem neuen Raum, der sich erschließt und du gehst voran und gehst weiter, siehst dir diesen Raum an. Du möchtest nicht mehr in den alten Raum zurück, wenn du einmal wirklich eingetaucht bist in diese neue Zeitqualität. Außerdem funktioniert es ohnehin nicht mehr. Natürlich sehnt man sich zurück nach der guten alten Zeit. Die hatte auch ihr Gutes, aber sie hatte nicht nur Gutes. Aber Tatsache ist, dass wir voranschreiten und die beste Möglichkeit aus meiner Sicht, und da kann auch die Astrologie sehr gut unterstützend helfen, ist, sich anzusehen, welche Chancen bieten diese neuen Entwicklungen und diese auch zu ergreifen, anstatt in der Schrecklähme oder in der Handlungslähme stecken zu bleiben und diesen Anschluss zu verpassen, dann immer hinten nachzulaufen, dem Zug hinten nachzulaufen. Dieses Horoskop ist ein Mundanhoroskop, errechnet für den Zeitpunkt der Umkehr. Du siehst hier den Pluto auf 0 Grad 22 und genau genommen am 1. Mai 2023 um 19.09 Uhr. Du siehst nun dieses R dabei, wird er rückläufig. Und in dieser Zeitspanne haben wir alle jetzt die Möglichkeit, nochmal zu überprüfen, welche Transformationsprozesse wir selbst haben. Und dazu findest du in deinem Horoskop einige Hinweise. Du kommst es darauf an, wo Pluto in deinem Horoskop platziert ist, welche Aspekte er macht und welche Aspekte Pluto, also von außen als Transitplanet, auf deine Anlage macht. Das kann man sich in einer astrologischen Beratung ansehen, welche Auswirkung das genau hat. Was wir hier im Video machen können, ist zu ergründen, ob du zu der Generation gehörst, zu diesen Menschen, die dieses Pluto-Uranus-Thema, was Pluto im Wassermann aussagt, ob du das in deinem Horoskop hast. Und das möchte ich dir gern zeigen. Da gibt es verschiedene Konstellationen, die diese Schwingung darstellen. Und was bedeutet, dass du hier größer und mehr eingebunden bist? Es gibt ja viele verschiedene kollektive Aspekte am Himmel, die mundanen Aspekte. Und wir als Einzelpersonen, als Individuen sind mehr oder weniger darin eingebunden. Eben mal mehr und mal weniger. Einmal der und einmal der andere. Und ob du jetzt davon betroffen bist und inwiefern und welche Aufgabe du für das Kollektiv auch hast, das sehen wir uns jetzt an. Eine Möglichkeit, diese Qualität Pluto-Uranus in deinem Horoskop aufzufinden ist, wenn Pluto in deinem 11. Haus steht. Dann hast du diese Pluto-Uranus-Qualität, von der jetzt die Rede ist und die ich dir dann noch genauer erläutere. Du hast ebenfalls die Pluto-Uranus-Komponente in deinem Horoskop, wenn Uranus in deinem 8. Haus steht. Und du hast ebenfalls die Pluto-Uranus-Komponente, wenn der Planet Uranus im Zeichen Skorpion steht in deinem Horoskop. Das betrifft vor allem die Jahrgänge, die Geburtsjahre 1974, 75 bis 1981. Dann hast du Uranus sehr wahrscheinlich im Zeichen Skorpion. Ich sage sehr wahrscheinlich, weil immer zu Beginn, wenn ein Planet ins neue Zeichen kommt, der manchmal herauspendelt wieder kurz und wieder hineinpendelt. Aber du siehst es ganz klar in deiner Horoskopgrafik, ob Uranus im Zeichen Skorpion steht. Dann bist du auch von dieser Konstellation betroffen, von der ich spreche. Und dann gibt es eine ganz spezielle Konstellation, nämlich Uranus und Pluto in der Konjunktion. Ein Aspekt von Planeten, die direkt nebeneinander stehen, eine Konjunktion ist der stärkste Aspekt, den es in einem Horoskop gibt. Und je näher die beisammenstehen, desto stärker ist dieser wirksam. Das betrifft all jene Menschen,
Im Speziellen die zwischen Herbst 1964 und Sommer 1967 geboren sind, die haben diese Konstellation, die etwas vorher oder etwas nachher geboren sind, haben diese beiden Planeten vielleicht auch in der Nähe stehen. Allerdings der Orbis, also der Abstand zwischen den beiden, wird dann immer größer, je nachdem, welchen man zur Berechnung hernimmt. Ich würde sagen 3 Grad bei diesen beiden Langsamläufern, wenn die 3 Grad auseinanderstehen, dann ist diese Konjunktion auf jeden Fall noch gültig. Und dann bist du auch bei diesen Menschen dabei, die genau diese neue Zeitenwende, Pluto ins Zeichen Wassermann, besonders mittragen und eine besondere Aufgabe haben. Genauso wie die Menschen, die Uranus und Pluto nicht in der Konjunktion, aber in einem Winkel von 60 Grad haben oder 90 Grad oder 120 oder 180 Grad. Auch diese Konstellationen, die kannst du in deinem Horoskop ersehen. Wenn diese beiden Planeten eben durch Linien verbunden sind, dann hast du diesen Aspekt im Horoskop. Und wir sehen uns jetzt an, was bedeutet das? Welche besondere Aufgabe hast du in dieser kollektiven Metamorphose? Pluto ist die Wandlung und Uranus ist auch die Wandlung. Beide haben aber jeweils andere Qualitäten. Pluto ist sehr tiefgründig. Er kehrt das Unterste zu Oberst und hat auch Zeit dafür, weil er sich sehr intensiv mit diesem Veränderungsprozess befasst. Und es bleibt hier kein Stein auf dem anderen. Bei Uranus ist es so, dass diese Energie sehr, sehr schnell und rasch auftritt. Ein plötzlicher Umbruch, eine Erneuerung, eine Reform, die jetzt angekündigt wird. Eben durch diesen Pluto, der durchs Zeichen Wassermann läuft und der ein sehr starker Ahnenaspekt ist. Pluto hat immer mit den Ahnen zu tun, darum ist es sehr spannend zu sehen, wo Pluto in deinem Geburtshoroskop ist, mit welchem Planeten er verbunden ist und in welchem Haus. Das ist ein Auftrag, den du innerhalb der Ahnenreihe übernommen hast, auf der Seelenebene sozusagen dein Okay gegeben hast, dass du da etwas auflöst, aufbrichst und erneuerst. Das ist etwas, das in deiner Blutlinie, also zurück in deiner Ahnenlinie, ein Muster, eine Programmierung, Übergriffe, Fremdbestimmung, die schon sich mitunter seit Generationen quasi weiter vererben und weiterentwickeln, dass du jetzt diese Aufgabe hast, das aufzubrechen und eine Veränderung einzuleiten. Das hast du grundsätzlich dann im Horoskop, wenn du diese Konstellationen hast, die wir soeben besprochen haben. Und jetzt ist quasi der Startschuss, da noch einmal in eine Veränderung zu gehen, weil eben Pluto ins Zeichen Wassermann läuft, was diesem Prinzip des Pluto-Uranus entspricht, weil Uranus zum Zeichen Wassermann gehört. Es geht darum, dass du Fesseln aufsprengst und es sind plötzliche Einsichten, die du jetzt bekommen wirst. Es hat schon im März begonnen. Es ist nun in einer nächsten Phase, ab Mai dann in der Rückläufigkeitsphase, wo man sich wieder etwas mehr zurückzieht und diese Prozesse im Innen stattfinden und wenn der Pluto dann wieder umdreht, man dann wieder vorwärts geht damit. Das sind so Phasen, so wie in Wellen kannst du dir das vorstellen. Und es geht darum, dass du wirklich plötzliche Einsichten hast in Machtstrukturen. Und das geht um das Kollektiv, um das, was da abläuft, plötzliche Einsichten zu haben, diese Wahrheiten zu kennen, ohne dass du Beweise hast und du brauchst auch keine, weil du das empfindest und spürst und wahrnimmst. Uranus ist die Intuition. Pluto ist ein inneres, ganz tiefes Verständnis für Abläufe und für Programmierungen, für Beeinflussungen, für Machtthemen. Und das ist das, was du im Inneren spürst, was du in deinem persönlichen Leben natürlich auch zu transferieren und transformieren hast, auf der Ebene, wo dein Pluto, wo dein Uranus steht. Und vom Kollektiven her hast du die Aufgabe, hier mitzuwirken, durch dein Sein, durch dein Wirken im Persönlichen und auch natürlich durch dein Wirken in der Gesellschaft und in der Gemeinschaft, wir als Menschheit, dir ein Feld zu suchen, wo du diese Metamorphose mittragen kannst und da wir alle Teile eines großen Ganzen sind, auch hier auf dieser Ebene mitwirkst, damit sich etwas in eine richtige Richtung, in eine konstruktive Richtung bewegt. Denn auch das Destruktive beinhaltet Pluto und Uranus sind die neuen Techniken,
die neuen Errungenschaften, die jetzt große Fahrt aufnehmen werden. Und auch da ist nicht alles gut, aber sich bewusst zu machen, dass wir sehr wohl als einzelne Individuen Einfluss haben auf die gesamte Entwicklung, wo es hingeht. Dass es sich entwickelt, ist klar. Das lässt sich nicht aufhalten. Aber wie es sich entwickelt und was dann dabei herauskommt, da sind wir alle aufgerufen und speziell die Menschen mit diesen Konstellationen sind jetzt sehr gefragt, sich nicht zu verstecken, sondern wirklich in den Vordergrund zu kommen, ihre Erkenntnisse mitteilen und so ins Feld einzuwirken, damit es eine gute Richtung einnehmen kann. Es geht ja um die Intuition, es geht um die Wahrnehmung. Wäre es sehr wertvoll, deine Information uns weiterzugeben in den Kommentaren, in welchem Lebensbereich du diese Metamorphose spürst, wo du Veränderungen vornimmst in deinem Leben, welchen Lebensbereich betrifft das? Du bist schon mittendrin, bist du am Anfang oder hast du das Gefühl, es ist schon fast abgeschlossen oder bräuchtest du noch einen Motivationsschub, um loszustarten? Hast du das Gefühl, bei dieser Rückläufigkeit jetzt, die stattfindet, da noch Ideen zu finden, Ideen zu brauchen? Schreib es gerne in die Kommentare, damit wir sehen, wieso die Stimmung ist in Bezug auf die Metamorphose, auf die Veränderung. Ich gebe euch jetzt noch einen Hinweis über das mundane aktuelle Horoskop, das ich errechnet habe vom Zeitpunkt, an dem Pluto rückläufig wird, diese Zeit quasi hier abzubilden, in die Schwingung hineinzugehen. Und die gibt immer sehr, sehr gut Informationen darüber, wie die Stimmung ist zu diesem Zeitpunkt und was wir uns mitnehmen können. Es geht um Gemeinschaften mit dem Waage-Aszendent. Dieser Zeitpunkt ist jetzt berechnet auf den Ort Berlin. Ich könnte es auch auf die Hauptstadt von Österreich oder von der Schweiz berechnen. Das wären dann ein paar Grad Unterschied, aber es bleibt der Aszendent gleich. Und es geht um Beziehungen, um Begegnungen, auch um Ideen. Und diese wiederum stehen im achten Haus im Zeichen Zwilling, was die Kommunikation ganz stark betrifft. Kommunikation über Tabuthemen im achten Haus, sich bewusst zu werden, was ist nicht ausgesprochen, was gehört gesagt. Und das kannst du nun auf beiden Ebenen für dich mitnehmen. Für dich persönlich, was gehört zum Beispiel innerhalb der Familie gesagt, innerhalb der Beziehung, innerhalb der geschäftlichen Kooperationen, was auch immer. Es geht darum, zu dem zu stehen, was man liebt, was einem was wert ist und sich die Werte von anderen nicht vorschreiben zu lassen und das nach außen zu kommunizieren, zu diskutieren. Das ist der Auftrag der Venus, die Anlage dieses Zeitpunkts, ganz wichtig, das zu machen. Pluto, um den es geht, steht im dritten Haus, was wiederum die Kommunikation ist. Hier haben wir auch wieder den Hinweis auf Informationen, die ganz bewusst anders dargestellt wurden. Da geht es auch um eine Aufarbeitung der Informationen, die wir in den letzten Jahren bekommen haben. Pluto geht immer in die Vergangenheit zurück. Pluto sind Machtthemen und es geht um Beeinflussung, um etwas, was suggeriert wurde, was in der Art und Weise nicht stimmt. Es geht um Machtstrukturen, die durch Medien und durch Sprache und Schrift eingesetzt wurden, um in eine bestimmte Richtung zu lenken. Und all das kommt jetzt auf. Vieles, was gesagt und geschrieben wurde, kommt auf. Es sollte eigentlich ein Aufarbeitungsprozess sein, aber es ist fraglich, ob das im Großen und Ganzen passiert. Und da sind wieder wir gefragt, um genau das anzukurbeln, um im kleinen Bereich oder wie du die Möglichkeiten hast, auch im größeren Bereich, diese Dinge aufzudecken, nochmal anzusprechen. Und auf diese Tabuthemen sind Themen, die vor 3 Jahren noch durchwegs zu diskutieren waren, die dann eben nicht mehr erlaubt waren. Es sind genau diese Dinge. Warum darf man über bestimmte Dinge nicht sprechen? Warum ist das verboten? Es sind genau diese Dinge. Und auch sehr interessant, inwieweit beeinflusst Sprache uns selbst? Es gibt ja Studien, die besagen, wann etwas sehr oft gesagt wird oder von als wichtig anerkannten Menschen gesagt wird, eher als wahr angenommen wird, obwohl es überhaupt nicht wahr sein muss. Es gibt da viele verschiedene psychologische Untersuchungen und diese Themen sind es wert, sich noch einmal anzusehen und noch einmal durchzudenken oder durchzusprechen. Einfach damit es in eine konstruktive Richtung gehen darf. Hier der Hinweis von Pluto. Und das Ziel dieses Augenblicks, wo Pluto umdreht, er nimmt diese Zeitqualität mit, ist das Zeichen Löwe. Es geht darum, wieder ins Leben einzutauchen. Löwe ist das Leben, die Lebensfreude. Und der Herrscher von Löwe ist die Sonne, steht hier im siebten Haus in Verbindung mit dem Merkur.
Und siebte Haus entspricht wieder der Waage. Es geht wieder um die Gemeinschaft. Es geht um das gemeinsame Sprechen, um das gemeinsame Aufarbeiten dieser Zeiten, die durch Unterdrückung und speziell Unterdrückung von Sprache und Meinung geprägt waren. Sich Menschen zu suchen, ganz stark mit Jupiter direkt am Deszendent, die einen unterstützen, wo sinnvolles Miteinander möglich ist und in eine positive Richtung gemeinsam zu gehen. Diese Menschen sind jetzt wichtig oder diese Zusammenkünfte sind hier angezeigt durch dieses Horoskop, durch diese Stellung. Bei Pluto im Wassermann geht es immer um einen Rhythmus, um einen Puls. Es ist jetzt ein neuer Puls der Zeit, der zu schlagen begonnen hat. Kurz sehen wir noch einmal in das Zeichen Steinbock zurück, kollektiv und im Einzelnen. Es liegt an dir, in welche Richtung du jetzt deinen Fokus legst, was dein Neues ist, was ist dein neues Leben, was ist deine Reform, deine persönliche Reform. Schreib es gerne in die Kommentare, lass uns Anteil haben an dem Ganzen und lass uns beginnen, diese gemeinsame Kommunikation schon mal zu führen, im positiven Sinne. Was ist deine neue Ausrichtung, worauf freust du dich schon, obwohl du genau weißt, es ist ein tiefgreifender Wandlungsprozess, aber es ist eine Befreiung. Es ist ein Abstreifen der alten Haut, ein Spüren der neuen Haut, des neuen Lebens, der neuen Ausrichtung. Es ist alles ausgerichtet jetzt auf kurzfristiger, auf spontaner. Und viele Menschen haben auch das Bedürfnis, ihren Wohnort zu verändern. Wenn dich das Thema interessiert, Astrogeografie, habe ich bereits einige Videos gemacht. Ich verlinke sie dir in der Infobox und habe auch ein Buch geschrieben zu diesem Thema. Einfach einmal sich Gedanken zu machen, ist es der richtige Ort, wo ich bin, wo ich diese neue Schwingung, die ich aufnehme, dieses neue Zimmer, wenn wir bei diesem vorigen Bild bleiben, betreten möchte. Brauche ich ein anderes Umfeld oder fühle ich mich da wohl, wo ich jetzt gerade bin? Braucht meine neue Ausrichtung im Innen vielleicht auch ein neues Außen? Dann schau gern rein ins Buch, beziehungsweise können wir uns das ganz genau in einer persönlichen Beratung ansehen. Astrologische Lebensberatung kombiniert mit Astrogeografie, wenn das für dich von Interesse ist. Gehen wir gemeinsam in ein neues Kollektivbewusstsein. Es geht um Verwirklichung von Ideen, unsere unbewussten Kräfte freizusetzen, frei von dieser Fremdbestimmung hinein in die Selbstbestimmung. Es ist kein einfacher Weg. Hat doch nie jemand behauptet, dass der Planet Erde als Wellnessplanet betrachtet werden kann. Eines ist ganz klar und ganz sicher. Pluto hat enorme Kräfte und wenn wir die konstruktiv einsetzen, können wir sehr, sehr, sehr viel erreichen. Pluto ist ein Lieblingsthema auch von mir. Ich habe in den letzten Tagen einige Shorts verfasst, so Kurzvideos, wo ich Pluto-Aspekte ganz kurz benenne. Wenn dich ein längeres Video über die Pluto-Thematik und Pluto-Aspekte interessieren, die es im Horoskop gibt, gib mir gern Bescheid, dann tauchen wir da noch näher in diese Tabuthemen ein. Ich wünsche dir für deinen Wandlungsprozess und für uns als Kollektiv alles, alles Gute und wir sehen uns beim nächsten interessanten Video. Bis bald, Silvia von Astrodings.